Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Heute wieder ein Blick auf Stadtbahntunnel Baustelle. Und ich laufe einfach mal dran vorbei. Man sieht die Tiefe. Ich schätze einfach mal, jetzt ist der Grund erreicht. Aber könnte auch sein, dass noch was rauskommt. Wir werden es beobachten und dann sehen. Ja, hierbei ein herzliches Dankeschön an Ludwig. Das ist natürlich eine geniale Info. Ich habe jetzt mal gerätselt, was das für ein Service-Schacht sein könnte, denn drunter ist ja dann die Oberleitung. Da will dann niemand reinklettern im Betrieb. Aber vor dem Betrieb muss da noch Schotter rein fürs Gleis. Und das sieht also nach einem Schotter-Einfüllschacht aus. Naja, das werden wir sehen. Das wird uns bestimmt nicht entgehen, wenn dann für die komplette Strecke immer mal was rein muss. Ist ja hier ideal, durch die Baustelleneinrichtungsfläche kann man ranfahren und dann reingeben. Sonst müsste man ganz blöde Wege fahren, überlegt mal. Beim Hauptbahnhof ist es doof und bei der Haltestelle Staatsgalerie auch. Da hätte man keinen Zugang, um mit LKWs reinzufahren. Man müsste dann mit den Schienenfahrzeugen von komplett außerhalb kommen. Also das ist für mich schlüssig, dass das ein Schacht für den Schotter ist. Also auf der Seite sieht es ganz anders aus. Ich nehme alles zurück. Wenn wir den zweiten Stahlträger sehen, dann geht es da nochmal so tief runter wie zum ersten. Man täuscht sich anscheinend in den größten Verhältnissen ordentlich. Und jetzt ist mir auch klar, warum es da keine Wand gab, um den neuen bestehenden Tunnel abzudichten, sondern die steht einfach nur oben drauf. Da unten ist der Tunnel. Da muss also einiges noch weg. War das so weit unten? Na, offensichtlich. Unglaublich, wie man sich da täuschen kann. Obwohl es gefühlt noch gar nicht so lange her ist, als es von der anderen Seite offen war. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.